Die bayerische Landwirtschaft ist durch eine ausgesprochene Kleinteiligkeit geprägt. Viele Familienbetriebe, oftmals schon seit Jahrhunderten, prägen die Landwirtschaft in Bayern. Bei diesen Betrieben sind doch Investitionen oftmals nicht möglich. Also neue Anforderungen ans Tierwohl bedeuten oftmals das Ende für diese Betriebe. Ich meine, Anbindehaltung in der Rinderhaltung etc. Auch in der Schweinehaltung haben sich die Vorschriften zum Platzangebot für die Tiere geändert. Also wie geht es für die kleineren Betriebe weiter, wenn immer mehr Anforderungen gestellt werden, Herr Dr. Herz? Ja, Sie sprechen da natürlich ein wichtiges Problem an. Wir haben ja zunehmend den Trend, dass Anbindehaltung, also ich rede jetzt von den Milchkühen, dass es in die Diskussion kommt. Ich glaube, die ganzjährige Anbindehaltung, die können wir langfristig nicht erklären. Ich glaube, hier müssen wir was tun, und das macht ja der Bayerische Staat auch schon, indem er großzügige Zuschüsse anbietet, bis zu 40% Umstellungsbeihilfen, Stichwort Kombihaltung. Ich glaube aber, die sogenannte Anbindehaltung mit Weidegang, das sollten wir weiterhin fördern und unterstützen, denn wir haben in Bayern noch über 14.000 Betriebe, die Weidehaltung, also Anbindehaltung mit Weidegang machen. Und wenn wir diese Betriebe wie in anderen Bundesländern nahezu zwingen, auf die Laufstallhaltung umzustellen, dann haben wir ein Problem, dann erzeugen wir einen Strukturwandel. Und ich glaube, dieses Spannungsfeld müssen wir den Menschen draußen auch erklären. Mhm. Frau Singer, wie sehen Sie das? Wie geht es den kleinen Betrieben? Ja, man muss ganz klar sagen, wir haben in Bayern 50% der Betriebe, die noch Anbindehaltung haben, sind 30% der Kühe und 25% der Milch. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man eben Maß und Ziel und Rücksicht auf die Entwicklung nimmt, dass man den Bauern auch Zeit gibt. Und da bin ich dem Herrn Borchert auch sehr dankbar, dass man versucht, alle mitzunehmen. Und wir haben ja in dieser Arbeitsgruppe Rind ausführlich diskutiert, die Kombihaltung. Es war erst gar nicht gewünscht, aber wir haben uns dann angenähert. Wir haben durch intensive Diskussionen innerhalb der Gruppe es geschafft, hoffe ich zumindest, dass es langfristig so ist, dass die Kombihaltung mit 120 Tagen Bewegung akzeptiert wird. Und das ist gerade für Bayern wichtig, weil die Kühe in Kombihaltung, das sind die Tiere, die bei uns auf der Weide sind. Und das wollen die Menschen sehen. Das ist dann die Kulturlandschaft, die wir bei uns haben, die kann man nur so erhalten. Und darum ist das ganz, ganz wichtig. Und da brauchen wir natürlich einen politischen Flankenschutz für diese Kombihaltung. Die Umstellung erfordert für große wie kleine Betriebe Investitionen. Und die Kosten sind nicht im Augenblick über den Markt aufzulösen, sondern hier braucht es eine staatliche Förderung, wenn große oder kleine Betriebe die notwendigen Investitionen für den Umbau der Ställe wirklich vornehmen wollen. Und das Problem ist auch nicht so sehr große oder kleine Betriebe, sondern das Problem ist, sind es Betriebe in einer Einzelhoflage oder mitten im Dorf? Für große wie kleine Betriebe ist der Umbau der Ställe, wenn der Betrieb im Dorf liegt, in einem Straßendorf mit enger Bebauung, außerordentlich schwierig, gelegentlich unmöglich. Und da sind einfach Regionen im Vorteil, in denen es eine Einzelhoflage gibt. Wir haben deswegen in der Kommission sehr schnell gesagt, die Umstellung der Nutztierhaltung zu mehr Tierwohl ist nicht allein nur den Markt zu lösen, sondern muss durch staatliche Zuschüsse finanziert werden. Die mit der Umstellung auf mehr Tierwohl verbundenen Kosten müssen durch den Staat finanziert werden. Die höheren Investitionen müssen finanziert werden und die höheren laufenden Kosten, die die Haltung mit mehr Tierwohl mit sich bringt. Wir schlagen dafür als Finanzierung in den Empfehlungen vor, entweder eine Verbrauchssteuer oder die Anhebung der Mehrwertsteuer von jetzt 7% auf 19%. In der Machbarkeitsstudie, die inzwischen auch vorliegt, wird zusätzlich noch ein Soli vorgeschlagen. Der ist aber, glaube ich, in der politischen Diskussion vom Tisch. Die politische Diskussion geht jetzt um diese beiden Ansätze, Verbrauchssteuer oder Mehrwertsteuer. Für die Mehrwertsteuer spricht der geringere Verwaltungsaufwand bei der Erhebung. Beide Steuern haben eine Lenkungswirkung auch beim Konsum. Wichtig für den Bauern ist ja aber
nicht die Frage, wie wird das mit dem Geld aufgebracht, sondern kann er sich auf die Zahlungen verlassen? Kann er sicher sein, dass er das Geld über den Zeitraum der Abschreibung der neu gebauten oder umgebauten Stelle auch ersetzt bekommt? Und deswegen schlagen wir Verträge vor, staatliche Verträge zwischen dem Landwirt und dem Staat zu den Investitionskosten und einen Vertrag zur Abdeckung der höheren laufenden Betriebskosten. Beide Zahlungen müssen durch Verträge abgesichert sein. Nur das schafft die notwendige Sicherheit. Und wir brauchen eine Vertragslänge von etwa 20 Jahren, um hier sicher sein zu können, dass der Stall auch in dieser Zeit abgezahlt wird. Aber noch einmal, für den Landwirt ist nicht entscheidend, wie wird das Geld aufgebracht, sondern kann er sich auf die Zahlungen verlassen. Und die Sicherheit schaffen wir mit Verträgen.